So, die Wache will uns jetzt nichts mehr tun. Ja, er hat jetzt seine Dunkelelfen-Assassinen da bereit. Wir speichern sicherheitshalber jetzt nochmal. Nicht, dass das Spiel jetzt noch abstürzen kann. Mal gucken, was hat er uns noch zu sagen. Erion sei... Nichts. So, in der Hand befinden sich 4 Vertiefungen. So, setzen wir die Steintafeln ein. Holger und Steffen. Die Schrift von Arne lesen. Mortanon, why oh why didn't I take the blue pill? Ja. Matrix-Anspielung. Die Schrift von Libby lesen. Erbauer von Graufurt, Tilgenach und Empyria. Möchte jemand Käsebällchen? Gary? Die sind gut. Na, Käsebällchen? Hallo, sie haben sich verwählt. Hier gibt es keine Thelma. Ja. Holger. Das Spice muss fließen. We all sing to Head Revision. Ja, also das erste war eine Dune-Anspielung. Wahrhaft siegt, wer nicht kämpft. Sun Tzu, chinesischer General. Ja, die Lehren des Krieges von Sun Tzu. Trantor immer siegen, haben Flammenwerfer. Trantor, angehender Beherrscher des Universums. Ja. Die Anspielung weiß ich jetzt leider nicht, wo sie ist. Falls es jemand weiß, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, 4 Vertiefungen auf der Seite. Sidonie, Jochen, Markus, Michael. Sidonie muss Hessen vernichten. Girl. Ja. Was hat hier Hessen getan? Jochen? Lasilka sagt, der abartige gelbe Keks trifft die aus Teer an der Leitplanke im Strahlungskönig. Okay. Markus? Das war der Cheatcode, genau. Und Michael sagt noch, Bäume sterben aufrecht. Alejandro Casona. Ja. Gut. Ich war echt am Überlegen, ob wir Yharim noch zu den Göttern und Renegaten ausfragen sollen, aber... Ah, ihr... Wie steht es mit dem Glauben in dieser Stadt? Oh, es gibt nur einen Gott hier in Empyria. Und das ist der Kaiser. Diese Stadt folgt noch dem alten Glauben des Imperiums der Drachentöter, müsst ihr wissen. Aber Empyria ist eine Stadt der Ungläubigen. Und kaum jemand schert sich um geistliche Dinge. Am wenigsten der Kaiser selbst. Warum jagt man diese Priester nicht von hier fort? Der Kaiser erlaubt uns zu bleiben, solange wir uns an den Tempelbereich halten und ihn respektieren. Wir sind hier Heiler und Berater. Wir kümmern uns um die Armen und Kranken. Wir sind viel zu nützlich, als dass der Kaiser uns vertreiben würde. Welche Priester findet man hier? Es gibt natürlich Tempel Aonias und Tiaras. Ereon, Shanna und Hirin haben ebenfalls Schreine. Sogar Zerbo hat einen Priester hier. Eine Gruppe Elfen predigt für Elen und einige Zwerge singen für Nidhalf. Ihr seht, alle der Wächtergötter sind vertreten. Es gibt auch Gerüchte über einen geheimen Schrein der Renegaten irgendwo in der Nähe. Aber niemand betet hier offen Noor und Zarach an. Erzählt mir mehr über die Götter. Mein liebstes Tagewerk. Über wen soll ich euch berichten? Erzählt von den Wächtern. Sie sind die Bewahrer unserer Welt. Sie sind das Geschlecht Aonias, der unsere Welt geschaffen hat. Er ließ sie hier zurück, auf dass sie die Welt vor dunklen Geschöpfen aus der großen Sternenweite beschützen sollten. Aber er verbot ihnen, das Werk seiner Schöpfung zu verändern. Die Völker sollten selbst ihr Leben bestimmen, ob zum Guten oder zum Schlechten. Über welchen der Wächter soll ich erzählen? Aonir. Aonir kam als Wanderer zu unserer Welt, die von den Mächten der Urelemente in sinnlosem Wettstreit in ein Schlachtfeld verwandelt worden war. Er warf die Elemente nieder, zwang sie unter seinen Bann.
Dann schuf er festen Boden aus der brodelnden See und säte den Keim des Lebens darauf. Aber er sah, dass er nicht bleiben konnte. So riss er einen scharfen Fels aus dem Land und stach ihn sich in die Seite. Sein Sternenblut fiel herab und bildete die Gottsteine, die seitdem den Bann über die Elemente aufrechterhalten. Er rief seine Kinder über die Sternensee herbei und befahl ihnen, über sein Werk zu wachen, während er Rast an fernen Gestaden suchte. Doch er verbot ihnen, seine Schöpfung zu verändern. Denn die Völker sollten ihr Leben selbst bestimmen. Dann verschwand er über die Sternensee. Und von da an bewachten seine Kinder unsere Welt vor allen Übeln, die aus dem endlosen Abgrund der Sterne nach uns greifen mögen. Man nennt ihn auch Gottvater, den Bezwinger der Urelemente, den Reisenden über den Abgrund oder den Gott der Sterne. Sein Zeichen ist das Auge oder die Hand, manchmal auch ein Schiff über dem Sternengrund. Ja. Lasst gut sein. Lasst gut sein. Gut. Ich glaube, das mit den restlichen Göttern brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Flink steht übrigens auch immer noch da unten rum. Das wollte ich auch noch gucken, aber mit ihm können wir nicht reden. So, sicherheitshalber nochmal speichern. Wir nämlich hier nicht jetzt drauf gehen. Was ist es nun? Naja, redet mit dem Drucker, dem Botschafter, ja. Was? Ich komme zu euch mit dem Siegel der Norcane. Das Siegel? Wie kommt ihr dazu? Craig und Schalach schickt mich zu euch. Er wird in Kürze hier eintreffen und ihr sollt alles für seine Ankunft und seine Rückkehr in die Heimat vorbereiten. Als rechtmäßiger Herrscher der Norcane. Oh, natürlich. Ich werde seine Ankunft vorbereiten. Mit großer Freude. Gut, ihr habt eure Schuldigkeit getan, Bote. Gebt mir jetzt das Siegel. Nein. Craig sagte, ich sollte es euch nicht geben. Schlau, schlau, wie ungewöhnlich für einen Drakon. Aber auch wieder nicht, wenn man sieht, was für einen erbärmlichen Boten er da mit dem Siegel schickt. Ich kann euch leider nicht damit gehen lassen, Menschlein. Ich fürchte, ich werde es wohl aus euren kalten, toten Fingern nehmen müssen. Greift ihn! Bringt mir das Siegel! Vorsicht! Achtung! Erstmal muss der Botschafter weg. Zurück mit euch! Kämpft! Hey, du, der Triara-Priester, hilf mir mal. Zurück heil mich. Mit euch! Vorsicht! So, jetzt. Verteidigt euch! Sollte das besser laufen? Vorsicht! Zeit zu sterben! Verteidigt euch! Zeit zu sterben! Mal kurz mich heilen. Zurück mit euch! Vorsicht! So. Eine Assassine noch, die werden mein Irrfit und Zeit zu sterben! Und vor allem, wenn er auch noch Schwäche drauf hat. Verteidigt euch! Ja, sprecht mit Quake. Quake ist doch noch erschienen. Scheinbar war es nicht so. Scheinbar war nicht so geschwächt, wie er gesagt hat. Berichtet ihm, was sich zugetragen hat. Ja, machen wir gleich.
bevor wir hier noch sortieren. Also zwei Münzen fehlen uns noch. Ansonsten habe ich nichts mehr bei den Questsachen. Hier auch nirgendwo mehr was. Gut. Ihr wart siegreich. Gut. Die üble Saat greift in meinem Volk schneller um sich, als ich dachte. Ich nehme nun das Siegel. Es scheint außerdem so, als bräuchte dieses hohe Haus einen neuen Botschafter. Das wird ein guter Anfang sein, um meine Heimkehr vorzubereiten. Ihr wusstet, dass er mich angreifen würde, nicht wahr? Ich gebe zu, ich habe es erwartet. Geschwächt wie ich bin, wäre das sicherlich mein Ende gewesen. Aber ich wusste, ihr würdet siegen. Ihr habt schon Schlimmeres überstanden, Freund. Das stimmt wohl. Aber das nächste Mal sagt mir vorher Bescheid, wenn eine Horde wilder Norkane auf mich losgeht. Mir könnt ihr immer noch vertrauen, Craig. Ihr habt recht, verzeiht, Freund. Die Jahre des Exils haben mich misstrauisch gemacht. Ich verstehe. Nun, es ist soweit. Das ist dann lebt wohl, Craig. Viel Glück bei eurer Heimkehr. Lebt wohl, Freund. Ich werde euch nie vergessen. So. Das war Craig. Das heißt, eine Sache können wir noch tun, bevor wir uns aufmachen ins nächste Gebiet. Also ja, viel haben wir hier nicht mehr und all das Zeug, was wir noch haben, bis auf die Rose, können wir auch nicht loswerden. Weil der Lebenssamen ist verbuggt, die Gons und der Bergkristall sind Schrott. Genauso wie die Schale der Dryade, die bräuchten wir eigentlich auch nicht mehr. So, jetzt noch einmal in die Stadt der Seelen. Zum westlichen Heldenmonument. So. Die Erzdämonen und hier ignoriere ich, soweit es geht. Weil ich will eigentlich nur mit Irene reden. So. Das will ich wenigstens noch machen. Mit Irene reden. Ja, und eine andere Sache wollte ich... Ja, genau, ich muss ja vorher kurz gucken. Das ist Pause. Das ist Speichern. Okay. Ah, da war. Genau, wir können das einfach hier wieder raus kopieren. Ich brauche gar nicht den Befehl abtippen. Das heißt, ich kann das eigentlich wieder schließen. So. Kann das zumachen und kann mit hier. Geht, Sterblicher. Lasst mich allein. Was tut ihr hier? Ich ruhe mich aus. Ich bin meinen Weg gegangen vom Anbeginn der Zeit. Nie habe ich gerastet. Stets ritt ich mit der Dämmerung über die Welt, brachte Gutes und Schlechtes. Nie wurde ich müde. Bis heute. Nun raste ich hier, mag die Zeit für einen Moment ohne mich ihr Werk verrichten. Ihr seid der Falke, Hirin, der Bote der Götter. Und zu dieser Stunde verfluche ich, was ich bin. Was tut ihr an diesem Ort, Falke? Dieser Ort ist voller Verzweiflung und Leid. Ich hatte gehofft, dass mir meine eigene Verzweiflung im Angesicht dieses Ortes gering erscheinen würde. Aber es nützt nichts. Das Antlitz meines Bruders verfolgt mich auch hier. Euer Bruder?
Erion, den ihr den Gerechten nennt, und ich einen Narren. Er hat die Regeln der Götter verletzt. Er hat den Sterblichen entgegen dem Willen unseres Vaters Geheimnisse verkündet, die nur ein Gott wissen darf.